Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Jeden Mittwoch mache ich ein reines Unboxing von verschiedenen Produkten, die einfach auf meinen Schreibtisch passen. Und wen das Ganze interessiert, einfach dranbleiben. Weiter geht's nach meinem kurzen Intro. Ja, es ist wieder Mittwoch und ich packe mal wieder etwas Tolles aus. Und zwar handelt es sich hier um die LED-Streifen der Marke oder des Herstellers Vitoco. Ich denke mal, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ist das ein komplettes Set. Und zwar sind da LED-Stripes drin, und zwar ganze drei Stück. Man hat auch eine Fernbedienung mit 23 verschiedenen Möglichkeiten, das alles einzustellen. Es ist ein 12-Volt-Netzteil für die ganz normale Steckdose. Und zusätzlich hat man noch eine App, wo man hier anschließen kann. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Das Ganze kostet 29,99 €, ist also jetzt nicht gerade mega günstig, aber auch nicht richtig teuer. Also ich hatte in der Vergangenheit, als diese Teile rausgekommen sind, schon andere gesehen. Was einem gleich von vornherein hier richtig beißend in die Nase fällt, ist dieser Weichmachergeruch. Also das ist eine Sache, wo mir sofort aufgefallen ist, muss ich auch fairerweise sagen. Wenn ihr das bestellen solltet, Link ist in der Beschreibung unten drin, macht hier diese Verpackung zumindest mal für 6 Stunden auf und legt es hier an die frische Luft. Also es ist wirklich kein angenehmer Geruch. Ja, was habe ich gesagt? Wir haben hier einmal dieses Netzkabel, ganz normaler Netzstecker. Hier haben wir so einen Pin, den kennt man ja auch von manchem Computer oder beziehungsweise von diesen Adapterstecken. Diese könnte man notfalls dann auch hier dran machen. Die gibt es immer in so einem Set zu kaufen mit Universalgrößen hier vorne dran. Dann hat man hier diese Steuereinheit. Hier kommt dann, wie gesagt, dieser Stecker rein. Und am Ende von dieser Steuereinheit sind eigentlich insgesamt nur 4 Kabel. Und zwar hat man hier die 3 Anschlusskabel für diese 3 Rollen. Und die kann man dann praktisch getrennt voneinander direkt hier anschließen, was natürlich auch geht, untereinander verbinden. Das heißt, man kann hier eine richtig lange Leitung legen. Hier ist nochmal dieser Empfänger Infrarot für die Fernbedienung. Die knüpfen wir uns jetzt mal vor. Die ist nochmal eingetütet. Und was haben wir hier alles drauf? Also wir haben hier verschiedene Sachen, dass man hier eine Musiksteuerung machen kann, kann die Geschwindigkeit ändern, die Modifikationen, die Farbe, man kann hier ein Demo abspielen, also unheimlich viele Sachen. Wir gucken mal rein, ja, es ist vorhanden, hier hinten ist eine kleine Knopfzelle drin, wir ziehen hier das raus und aktivieren sozusagen die Batterie, aber den Test machen wir gleich, das kommt auch mal auf die Seite. Dann haben wir hier LED Stripe Light. Eine Bedienungsanleitung, ich schaue mal nach auf Englisch und danach kommt auf Deutsch. Da sind die ganzen Tasten hier auch richtig gut erklärt auf diesen Seiten. Also was ist hier, diese On-Off-Taste erklärt sich ja von selbst, aber was passiert einfach, wenn man hier an der Taste die Geschwindigkeit Plus und Minus oder diese Musiktaste drückt? Da steht zum Beispiel hier, drücken Sie diese Taste Musik 1 im eingeschalteten Zustand, um die LEDs in den Farbverlaufsmodus mit Musiksteuerung zu wechseln. Während der Musikwiedergabe werden die Farben der LEDs entsprechend dem Rhythmus der Musik allmählich verändert. Da bin ich mal gespannt. Sozusagen müsste das ja sein, dass hier dieser Lautsprecher hier, dieser nicht Lautsprecher, Mikrofoneingang, die Musik erkennt und sozusagen auch ohne die App hier die Farben verändert. Ja, das war dann die nächste Sache, die drin ist. Das hier ist zweimal als Zugabe und zwar ist es ein Ballonkleber. Da haben wir schon die erste Packung rausgenommen. Da kann man bei Kindergeburtstagen Ballons aufblasen und das ist so ein, ja, so ein kleiner, durchsichtiger, transparenter Klebepad. Ja, als Zugabe, warum nicht? Hier haben wir jetzt noch ein Päckchen. In diesem Päckchen haben wir verschiedene Dinge zur Anbringung. Und zwar sind hier 10-mal Klebepads dabei. Dann sind hier 10 von diesen kleinen Schrauben hier mit drin und 10-mal diese Klemmen. Man kann die Teile hier auch hinten an den Fernseher kleben und kann sich dann diese LED-Leisten einfach hier reinhängen. Also man muss sie auch nicht direkt dauerhaft dann an den Fernseher klemmen. Das ist also so die Zugabe, die hier noch dabei ist.
Jetzt kommen wir mal zu diesen einzelnen LED-Stripes. Und zwar jeder von diesen Rollen hier misst 4 Meter in der Länge. Also insgesamt haben wir hier 12 Meter zum Verlegen. Was man hier auch machen kann, ich halte es jetzt mal hier näher dran. Hier hat man das Zeichen, wo man diese 4 Meter nochmal kürzen kann. Das heißt, man kann hier individuell die Länge anpassen, muss natürlich immer aufpassen, wo man schneidet. Aber hier sind, wie gesagt, diese Informationen aufgedruckt. Dann hat man rückseitig, wir fummeln jetzt mal hier eins aus, haben wir rückseitig einfach diesen roten Streifen. Ja, und wenn ich den abmache, habe ich hier eine klebende Oberfläche. Natürlich kann ich jetzt noch nicht sagen, wie stark dieser Kleber ist, aber was man in jedem Fall vor dem Aufbringen machen sollte, und zwar die Oberfläche reinigen, am besten mit einem leichten Alkoholtuch oder halt mit irgendwas, was auch diese Fettoberfläche dann löst. Dann kann man sich das Ganze aufkleben. Man kann hier die hintereinander stecken, also das heißt, ich kann die 12 Meter in einem verwenden. Oder was ich hier einfach noch habe, ist ein Zwischenverbinder. Der ist auch noch mit dabei. Ne, insgesamt 2 von diesen Zwischenverbindern. Und was haben wir hier noch? Das sind auch nochmal so Befestigungsklipse, wenn ich praktisch das im Außenbereich irgendwo festschrauben möchte, kann ich das hier mit einer kleinen Schraube, zum Beispiel an eine Holzlatte oder sonst irgendwas, kann ich das hier reinlegen, durchziehen, diese LED-Stripe durch diesen kleinen Bogen hier und verschraubt es oben. Das ist natürlich auch noch eine klasse Sache. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die App an, beziehungsweise wie die zur Musik leuchten, weil hier habe ich auch eine Kleinigkeit entdeckt, die, denke ich mal, sehr wichtig ist. Ihr seht, ich habe jetzt alle mal angeschlossen, und zwar habe ich jetzt einmal direkt angeschlossen, zweimal direkt, und dann habe ich hier gleich den Verbinder gemacht. Das hat also wunderbar funktioniert. Wie ich am Anfang erwähnt habe, könnte man die auch hier in 12 Metern hintereinander rein. Hier oben der Stecker, dann kann ich jetzt hier direkt die Farbe wechseln. Das klappt also auch, wenn ich mir das zum Beispiel an den Schreibtisch oder ans Bett lege. Hier kann ich mir die Geschwindigkeit der Pulsierung ändern, soweit ich das hier sehe. Ne, im Moment ändert sich einfach nur die Helligkeit, aber vielleicht muss ich hier ein bisschen wackeln. Hier haben wir jetzt diesen Demo. Ich denke, nach einer gewissen Zeit hat man hier auch so seine Lieblingsdinger gefunden. Jetzt schauen wir nochmal hier auf der Fernbedienung. Die haben wir ja hier relativ groß. Hier könnte ich ausschalten, das reagiert auch sehr gut. Einschalten, reagiert, dann startet der Demo. Wenn ich nochmal drauf drücke, hört er nicht mit dem Demo auf. Hier kann ich die Farben wechseln, also auch mit der Fernbedienung. Klar, ich bin jetzt hier noch nicht mal einen halben Meter entfernt. Hier können wir die Geschwindigkeit machen. Das passiert dann sehr wahrscheinlich nur, wenn ich hier auf Musik mache. Ja, das heißt hier Speed Plus. Was macht er jetzt? Oder langsam. Und dann endet er einfach hier diese Sache mit der Geschwindigkeit. Aber es ist auch toll, er reagiert jetzt gerade auf meine Sprache. Ich würde sagen, wir machen mal hier die Musik 1 und starten mal was von M4 Beats. Wer ihn noch nicht kennt, klickt mal oben rechts. Toller Kanal, der macht die Musik selber. Wir hören kurz rein in Highway to Hell. Kommt wirklich gut rüber. Ich habe hier meine Amazon Basics Lautsprecher. Wer die noch nicht gesehen hat, habe ich ein Video gemacht. Einfach mal oben rechts klicken. Jetzt drücken wir mal die 2. Ja, jetzt macht er mit diesem 2 hier einfach, jetzt macht er mit dieser Taste 2, machen wir mal wieder aus, einfach hier ein anderes Programm. Was haben wir hier noch? RGB. Ja, da haben wir die Hauptfarben. Hier haben wir noch ein W. Das heißt, ich denke mal, dass er hier einfach nur dieses helle Licht anmacht und hier kann ich die Farben nochmal richtig unterteilen. Fernbedienung funktioniert, Musiksteuerung funktioniert auch. Ich würde sagen, wir gucken in die App kurz rein. Und zwar hatte ich ja am Anfang gesagt, es gibt hier in dieser Anleitung einen Scan-Code, den ich abscannen kann. Und wenn ich den abscanne, komme ich bei Happy Lightning raus. Aber auf der Homepage von diesem Hersteller sagt hier, Lotus Lantern ist unsere richtige App. Ich mache jetzt mal auf Zulassen. Und wir werden jetzt mal schauen, wie wir hier zurechtkommen. Shake, Pin-Reihenfolge, ich habe keine Ahnung. Ist er jetzt überhaupt schon hier mit drin? Ich glaube nicht, weil es bewegt sich ja bei mir nichts. Wir müssen mal schauen, Gerät in der Nähe. Wir suchen hier.
Oder haben wir schon eins? Machen wir nochmal Refresh. Also das klappt jetzt nicht so. Er fragt mich am Anfang auch nicht, was ich hier machen möchte. So, nochmal hier oben. Geräte in der Nähe. Da findet er auch keins. Also würde ich sagen, probieren wir mal die andere. Happy Lightning. Vielleicht kommt da irgendwas raus. Ich muss jetzt einfach mal hier die Zugriffsrechte auch bestätigen. Das ist halt immer so das Übel, was man hat. Ja, das können wir jetzt mal machen. Ich kann die ja später dann, na halt, Berechtigungen. So, sehr wahrscheinlich Mikrofon, ne? Damit er einfach hier vielleicht auch über die App das machen kann. Wir machen das jetzt mal so und gehen mal raus. Vielleicht ist er da zufrieden. So, jetzt gucken wir mal hier oben wieder. Mein Gerät. Was findet er bzw. sucht er hier irgendwas? Manchmal sind die Apps ja schlechter als das Produkt selbst. Hier findet er eins. Oh, QHM 18 oder nee, 1BBB oder 1BB8. Hat er das jetzt vielleicht? Weil bei mir ist auch oben alles an, Bluetooth und WLAN, also er müsste drin sein. Ah ja, seht ihr, es funktioniert. Grün, hier blau, gelb, kann ich alles steuern. Hier habe ich Musik. Da könnte ich mir jetzt meine Musik, die ich jetzt auf dem Smartphone habe, mache ich jetzt natürlich nicht, allein wegen den Rechten schon wieder. Den Telefonrechten. Ah ja, genau. Hier habe ich jetzt das Geräte-Mikrofon und ich könnte jetzt das Telefon-Mikrofon verwenden. Starten wir nochmal Highway to Hell. Geräte-Mic. Macht da irgendwas? Aber ich müsste ja auch den Modus ändern, ne? Wo haben wir den Modus? Naja, das wäre ja dann hier die Musik. Schauen wir mal hier unten. Rhythmus, Musik, ne. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch gemacht, weil ich kann hier einfach auf Rhythmus gehen. Da muss ich hier drauf drücken. So, ach jetzt, ich habe hier unten Standard. Jetzt kann ich zum Beispiel Telefonmikrofon verwenden. Das macht er jetzt zum Beispiel gar nicht. Nur wenn ich spreche, komischerweise. Und jetzt machen wir wieder Geräte-Mic. Ja, also ich denke mal, dass hier Geräte-Mic hier das unten gemeint ist und das funktioniert halt einfach besser hier. Disco. So, M4Beats, vielen Dank für Highway to Hell. Ich würde sagen, wir machen wieder anpassen und machen hier mal den krönenden Abschluss. Also mein Resümee: für den Preis 29,99 absolut tauglich. 12 Meter LED-Stripes, man kann sie verbinden, man kann sie kürzen, man hat hier eine Fernbedienung, man hat unheimlich viele Klipse hier, um die Sache anzubringen. Man hat eine App zur Auswahl und zwar nicht die, wo ich am Anfang gesagt habe, die Lotus-Lanternen, sondern die Happy Lightning ist die richtige. Da sollten die Damen und Herren hier ein bisschen das Internet pflegen und auf der Amazon-Webseite einfach das abändern. Die Verbindung mit der App klappt aber hervorragend. Den Test haben wir gemacht und wie schon erwähnt, Produktlink unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal schauen, könnt ihr kaufen. Wenn es euch nicht gefällt, bei Amazon hat man immer die Möglichkeit, auch das zurückzugeben, beziehungsweise man hat einen richtig guten Kundenservice, falls mal was kaputt ist. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, das Video war nicht zu lang für den Unboxing-Mittwoch. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, über neue Abonnenten. Kommentiert fleißig. Bis zum nächsten Mal hier bei Kais Kanal.